Hohai, ich habe ein paar lustige Szenen rausgesucht. Viel Spaß! Eure Videos. Man steht an der Ampel, alles normal. Keine besonderen Vorkommnisse. Wirklich nicht. Wie cool ist das bitte? Oh mein Gott, was für ein Skandalvideo. Mancher von euch muss jetzt ganz stark sein und guck mal, das Bier, das schöne Bier. Wer Bier verschenkt, wird aufgehängt. Das Video nennt er Schweinestoppi. Da es eh nicht vorwärts geht, denkt sich Christian, der Christopher heißt, Mist. Da es eh nicht richtig vorwärts geht, denkt sich Christopher, ach komm, lass ich den Typen da mal raus, was soll's. Oh nein, was will er denn jetzt? Morgen. Wolltest du so vorausschauend Auto fahren? Danke. Nee, danke auch, bis reinlassen. Dankeschön. Schönen Tag. Gleichfalls. Er hat Christopher ein Ferrero-Küsschen hingegeben. Och, ist das süß. Ja, hier stehen wir jetzt. Ja, gut, dass du die GoPro hingemacht hast. Ja, ich hab nichts. Wie, du hast nichts? Sind da uns jemand hin? Ich auch immer jemanden, dass einer einfach bei Rot rüberschallert, weil nämlich die linkabbiege Ampel wird nämlich grün, ganz kurz bevor die Geradeausampel grün wird. So ein, zwei Sekunden sind der Unterschied. Und wenn da irgendeiner halt einfach nur so, geil, grün, bam, so wie der Porsche zum Beispiel, dem würde ich das richtig gut zutrauen, aber... Jetzt mal auf die Hupe drücken. Ach nee. Ja, wie geil. Das ist nicht ehrlich passiert. Das ist jetzt nicht ehrlich passiert. Alter, da kriegt man wegen der 2 Sekunden ein Ticket. Wie fies ist das denn? Kann man da nicht beide gleichzeitig schalten? Was soll denn das? Wenn das vor allem alle Nase lang da passiert. Ach komm, weißt du was? Na, wer kennt dieses Gefühl, wenn der Bus einem direkt vor der Nase wegfährt? Oh, da weint sogar die Kamera. Isims Partnerin, die hier das Auto fährt, bevor sie losgefahren ist, hat sie das Handy nicht mehr wiedergefunden. Hat sie überall gesucht. Das Auto hat sich aber mit dem Handy verbunden. Also muss es ja im Auto liegen, ne? Naja, zu Hause nochmal in Ruhe gucken. Wie auch einfach mal sofort danach die Musikverbindung abgerissen ist, ne? Ja, und wenn dir das dann irgendwann klar geworden ist, was sagt man dann dazu? Scheiße. So ist es. Die beiden sind später nochmal hingefahren und haben sich die Brocken da wieder zusammengesucht. Und Sherlock Isim hat das für uns hier nochmal analysiert. Alter Schwede, aua. Tja, das passiert, wenn ein Handy mit 100 auf eine Straße fliegt. Ich hätte jetzt so gern ihren Blick gesehen. Ah, nur ein Katzenauge. Kauf dir mal Reflective.Berlin reflektierende Aufkleber. Hm. So, aber darum geht's nicht. Erst fährt er nach rechts und jetzt fährt er wieder nach links und Angeber. Kann ich auch, mache ich aber nicht.
Na nö, da steht ein Paket. Ich glaube vom DHL. Oh. Da hinten. Da hinten liegt, ja. Oh, der Arme. Oh no. Das schicke ich an Sascha. Der Arme. Hoffentlich hat er nicht noch mehr verloren. Hast du eine zweite Blick gesehen, als er da noch stand? Ja, dieses an den Kopf greifen. Ja, der Arme, natürlich. Oh, der Arme. Oh, der Arme. Oh, der Arme. Naja, lieber Arm dran als Arm ab. Thorsten hat sich auf ein Stück feste Folie gesetzt und dann gib ihm. Alter Schwede. Die Kühe stehen hier einfach auf der Straße rum. Hey Junge, fahr doch vorbei. Wie geil. Ich muss sagen, ich fühle mich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so wohl. Alter, ich auch gar nicht. Ich will einfach nur hier weg, ey. Ja doch, Kühe sind doch putzige Junge, Viecher. Wenn die mal, guck dir mal die Hörner an, wenn die gehen. Die rennen. Ich konnte gar nicht, ich lautchecke nicht. Oh, geil. Die ist aber auch groß, ey. Aus wie ein Schwein und dreckig bist du auch. Was eine Sauerei. Juri nennt dieses Video Fahrrad, LKW-Fahrer läuft in Radfahrer. So. Hä? War jetzt nicht besonders schlimm, also weiß ich nicht. Also Juri, also da musst du irgendwie nochmal... Nee, also die Leute schicken aber auch manchmal eine Scheiße ein. Ach, das meint er. Aber guck doch mal, wie süß, ne? Sofort alles wieder gut, Entschuldigung und ja, schönen guten Tag noch und so weiter. Und da gehen sie ihrer Wege und im Vorbeifahren, er lacht noch fröhlich. So schnell wie das Video anfängt, ist es auch schon wieder vorbei. Ja, eine Baustelle kann einen verwirren, gebe ich gerne zu, vor allem im Dunkeln. Stellt euch vor, es wird noch regnen, kannst du die Striche nicht sehen? Ja, Katastrophe. Aber wisst ihr was? Das Hörbuch weiß, was hier jetzt passiert und was mit dem Fahrer los ist. Er sieht nichts mehr. Ja, so wird es wohl sein, aber es ist lustig. Maniere ächzen nicht mehr die Jüngsten. Die Faust aus Metall trifft ihn völlig um. Darf ich um den nächsten Tanz bitten? Wir haben alles. Ja, ihr glaubt, ihr habt alles, aber ihr habt keine freie Fahrt. Und Basti guckt auch noch nach rechts und sieht gar nicht, was vorne passiert. Alter. Ja, die Omi ist da wieder, weißt du. Aber sie fährt auch so einen Bogen, als würde sie noch so ein ganzes Kreuzfahrtschiff hinter sich herziehen. Tutut!
Wenn es euch gefallen hat, sagt es doch mal weiter. Und Daumen hoch. Danke. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.